Recht herzlich willkommen zur 120. Folge von Grand Age Medieval. Ja, wir haben die Händler unterwegs, um Geld zu schmachen. Und wie wir gerade sehen, 354, da sind schon wieder 100.000 verschwunden. Ein Händler muss da wohl arge Defizite machen. Dann sollten wir vielleicht mal unsere Einheiten angucken, was sie denn so bringen hier. 37.000 hat er hier. Dreier. Vier miese? Oh, guck mal hier, ja. Krasimir Karavellov, der macht ja nur miese, den kannst du ja gleich in die Wüste stecken. Also die Route, die können wir uns auch sparen dann, ne? Gut, dann sollten wir die mal angucken. Wo fährt der denn hin und her, dass es miese macht, so viele? Da. Okay, dann ist das wohl gestorben, ne? Dann müssen wir mal die Route planen. Machen wir das mal alles weg. Ich würde auch den seine Route mal quer durchs Land machen und schauen, ob das dann besser wird. Ne, da fangen wir an. Fahren nach da. Dann hat er da den Hauptsitz gemacht, oder wie sehe ich das? So, da lang. Dort lang. Ne, da möchte ich nicht anhalten. Ich möchte hier lang. Obwohl, wäre schon besser da lang, ne? Da. Dort lang. Und dann nach da. Dann wieder zurück. Auf dem gleichen Weg. Und da ruhig mitnehmen. So, und dann starte mal deine neue Route. Und dann schauen wir mal, ob du da besser Geld machst. So. Hier ist jetzt 19.000 plus angesagt. Okay. Ja, wenn das Fenster offen ist, sehen wir natürlich nicht, wie viel er macht. Ah, hier stehen jetzt die 31.000 plus aber auch, also kann man das sehen. Seine Handelsgewinne. Wo ist er jetzt gerade, ist die Frage. Wo kann ich denn auf den zuspringen? Händler in der Stadt, ja. Der war es aber nicht. Ich glaube, der fährt jetzt hier hin gerade. Das ist aber auch nicht. Keine Ahnung, wo der gerade rumtuckert. Auf eine Handelsroute, ja. Nikomedia. Was sagt mir Nikomedia? Jetzt ist er gerade da. Wo ist denn Nikomedia? Ach, da ist Nikomedia. Dann ist er hier. Okay, und jetzt ist er auf nach Konyoja. Ah, alles klar. Dann wissen wir ja, wo er unterwegs ist. Kann er hier jetzt nichts verkaufen, oder so? Kann er sein. Nach Aleppo gibt's nichts, ne? Lass mal gerade gucken, wir haben noch irgendwo noch. Die sind da oben beschäftigt und können das nicht fertig kriegen, ne? Das ist das Problem. Weil da gibt's kein Material. Dann lass das sein. Dann würde ich eher sagen, guck mal, dass du hier eine Straße von da nach da schaffst, aber. Der Zielort ist zu weit entfernt. Alles klar. Gibt's nichts, was man da verbinden kann. Da müsste man hier noch einen Ort machen oder so, ne? Aber die Strecke geht wahrscheinlich dann hier lang, ne? Da. Schaut, na, das brauchen wir jetzt nicht.
Machen wir das nach da. Auch zu weit weg, alles klar, das geht also nicht. Gut, dann sind wir damit erstmal durch. Dann nehmen wir wieder Krasimir ins Visier. Gucken nach dem, was er hier an Geld macht. Da steht immer noch 31.000, aber wir werden irgendwo überfallen. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir hier denen da Paroli bieten, auf jeden Fall. Können wir hier was aufbauen? Das kostet uns so 16.000. Oh, wir haben jetzt 613.000. Wir machen nicht mehr so viele Miese. Dann lass uns da mal gerade eine Garnison bauen. Oder was das auch immer ist. Der ist nach Czernowitz unterwegs. Oder er ist in Czernowitz, sagen wir so. Aber diese Zahl ändert sich gar nicht, ne? Kann man gar nicht sehen. Okay, da hat er jetzt ein bisschen Geld gelassen, aber der Gewinn steht immer noch gleich. Das ist ja nicht toll, ne? Hier steht nur 19.000. Ja, müssen wir mal gucken, wie weit der da weiterkommt. Oh, Warnwert ist jetzt 156, der hat da ordentlich eingekauft. Und wow, wenn das stimmt, dann Respekt. Okay, er ist jetzt nach Czernowitz unterwegs. Geht er da was los? Ich glaube eher nicht, ne? Oder ist es immer erst, wenn er weit, ne, wenn er weiter reist, 20 weg. Okay. Ja, wenn das so ist, dann ist er jetzt besser am Laufen eigentlich. Ja, da sieht's gut aus, ne? So, jetzt holen wir uns den nächsten ins Visier, der da auch nicht gerade Plus macht. Lusan fährt wo lang? Ja, das ist ja auch... Ja, okay, der Handel zwischen Antalya und... Da fahren wir natürlich jetzt auch gerade hin, ne? Wir sind schon wieder überfallen worden da oben. Ich glaube, da müssen wir auch was ändern hier in der Route. Und das mal alles weg. Wir haben hier diesen Ort, das ist auch richtig, dahin, dahin. Bei Constanta nicht. Hier ist ein schlechter Weg. Dann da lang, dort lang. Und dort lang. Zurück. Über die Strecke. Und dann passt es, glaube ich, wieder, ne? Und das ist seine neue Route. Gucken, ob er da Geld macht. Angeblich schon jetzt, ja. Gut. Wir müssen ja den Handel auch mit Nachbarn machen, die was haben, ne? Nur seine Bilanz ist das hier. Alle Touren. Miese. Alle Touren machen miese. Das ist schlecht. Und der macht Plus. Der macht auch ganz viele Finise hier, oder was? Insgesamt die Bilanz ist aber Plus. Das verstehe ich jetzt noch nicht so ganz. Hat er nur in der letzten Runde jetzt miese gemacht, oder was? Aber wir können den trotzdem mal angucken, einfach aus dem Grunde, was für eine Route hat er denn? Also der fährt ja intern Sachen durch die Gegend im Endeffekt, ne? Aber vielleicht wäre es sinnig, extern einen dabei zu haben, ne? Na dann
anders. Machen wir mal so. Da lang, dort lang, dort lang, da lang. Und dann zurück. So. Zwei graue Städte dabei. Und gucken, wie es dann wird. Route aktivieren. Und der macht erstmal miese. Ist klar. Ist aber auch nicht so schlimm. Den lassen wir mal so. Insgesamt ist das natürlich hier da unten das Entscheidende wahrscheinlich. Ja, der hat ja eine Riesenzahl Minus, der. Den haben wir aber auch bearbeitet. Ich glaube, wir müssen nicht diese Zahl sehen, das ist die letzte Tour. Da steht's ja auch. Sondern diese Zahl müssen wir sehen, dass die am Ende gut ist. Da ist er natürlich einer der schlechtesten. Und den müssen wir beobachten, vielleicht gucken, dass der jetzt besser wird. Der fährt von da unten nach da oben. Vielleicht sollte der da noch lang, aber naja. Ich würde 640.000. Wir müssen noch gucken, dass wir noch was machen. 10 Wirtshaus, ja. Lass uns noch einen Händler anwerben. Und der kriegt auch noch ein paar Karren dazu. 5. Nochmal 10 oder 9 dabei. Ich glaube, dann sind das 1000, die er transportieren kann, ne? So, der wird jetzt gebaut, will ich hoffen. So, jetzt haben wir hier 500. Okay, wir haben auch gerade was ausgegeben. Wir müssen gucken, dass wir hier jetzt noch eine Einheit mal ausheben. So ein hoher Verteidigungswert müsste der haben. Unterhalt pro Woche. Sichtweite 10. Kampfstärke 188. Bonus gegen Stabwaffen. Hier, der ist es. Ne, der hat Trefferpunkte, das heißt. Oder ist es doch der Bildende oder der Bildenmeister ist derjenige, den wir brauchen. Zur Verteidigung im Endeffekt der ganzen Sache hier. Müssen wir mal gucken. Hier unten werden die Händler angegriffen. Da gibt es auch Warenhaufen. Vielleicht sollten wir da mal einen irgendwo gleich hinschicken, der uns... Ah, guck mal, da sind jetzt die Bogenschützen schon da. Komm, wir müssen da hin und müssen den da erstmal platt machen. Ah, die haben aber die Überhand. Die Axtkämpfer können das nicht. Schön wäre es, wenn die jetzt hier rauskommen, aber wahrscheinlich fehlen hier Leute oder sowas, ne? Ja, das ist jetzt halb so wild. Ja, die können wieder hoch, können da die Straße weiterbauen, die wir da, wo waren das? Hier. Wie geht jetzt gar nicht, oder was?
Straße ausbauen. Aha. Die Straße können wir gar nicht ausbauen. Oder ist ausgebaut. Oder geht nicht mehr. Kann auch sein, ne? Keine Symbole mehr da zum Ausbauen der Straßen. Sind schon alle hier ausgebaut wahrscheinlich. Okay, dann ist das durch. Das ist erledigt, die sind kaputt. Wir haben gewonnen. Bauwaren fehlen. Holz und Werkzeuge. Dann ist das hier an der falschen Stelle, dass man da ausbildet, ne? Da geht sowieso nicht, also unsere Standardorte, wo es geht, nehmen wir dann. Da ist er, bilde den mal da aus. Die haben hier Holz, die haben hier Werkzeuge. Dann sollte das da funktionieren, ne? Was macht der Händler mit den Karren? Kann der denn da gebaut werden? Gute Frage, ne? Die Karren werden auch gebaut, okay. Und der Händler ist schon da, aber dann warten wir erst die Karren ab, dass die fertig sind, dass wir da weiterbauen können. Und das ist schon wichtig, denke ich. Und dann müssen wir gucken, dass wir die da loswerden, ne? Machen wir hier unten noch einen, der einsammeln gehen kann. Damit wir so ein paar Warenhaufen kriegen vielleicht. Hier liegt auch einer. Dann kriegen wir ein bisschen Geld zusammen noch zusätzlich. Ja, Zelt. So, der Händler ist da oben. Wie weit sind die Karren für den Händler? Okay, da ist die Dingens gekommen. Ah, die Karren sind wohl da. So. So, der kann jetzt 1000 transportieren. Das ist doch schon mal schön, oder? Hier ist ja auch schöne Sachen, ne? So, das ist erledigt und dann den Routeplan. Ich möchte gerne hier nach da. Und dort nach dort. Dann nehmen wir die ganzen Städte mit hier, gehen dann über unseren Weg. Ach guck mal, jetzt sehen wir natürlich auch, was da... Prunk gibt's da. Ja, wäre schon wichtig zu gucken, was es wo gibt, ne? Lassen wieder zurückfahren, macht Sinn vielleicht. Machen wir die Route bei dem starten. Und dann müssen wir Anton Zerdev gucken, wie gut der unterwegs ist, ne? Route aktivieren. Das hat er aufgenommen und versucht, das zu verhökern. Alles klar. Jetzt ist er schon im nächsten Ort. Oh, da hat er schon gleich Plus gemacht, oder sehe ich das falsch? Und dann ist er voll. Hat schon einen Warenwert von 40.000, oder? Heißt das noch nichts? Könnte auch noch nichts heißen, ne? Wo ist denn Anton? Da ist Anton. Gut, da steht erstmal nix. Also, wahrscheinlich ist die Route ja, wenn er erst da wieder ist, beendet. Ja, jetzt ist er da oben in die Patch. Was läuft denn noch? Da.
Ist er jetzt auch. Einmal die Route gucken wir uns jetzt an, was er da macht. Das lohnt. Jetzt dahin. Den Warenwert, den er drauf hat, der ist ja schon mal höher geworden. Kann also nicht schlecht sein eigentlich. So, Krakau jetzt verlassen und dann noch nach Czernowitz. So, da hat er auf jeden Fall Prunk geladen. Sechzigtausend hat er Warenwert. Sechsundsiebzigtausend, okay. Gucken, wie er denn Prunk los wird. Weil den hat er hier in Czernowitz, glaube ich, aufgenommen, vor allem. Das ist 35. Jetzt ist er hier, ne? Geht jetzt darüber. Rüber. 41 hat er nochmal Prunk geladen, glaube ich. Der Warenwert ist auf jeden Fall gestiegen. Oh, da ist er ordentlich losgeworden. Aber Warenwert ist okay, das heißt ja nicht, dass die Gewinne schlecht sind. Zum nächsten Ort. Den Prunk hat er jetzt fast schon verkauft dann. Jetzt ist der Prunk weg. So, jetzt ist er am vorletzten Ort gleich. Oder ne, da ist er schon. Und dann kriegen wir gleich den Gewinn der Runde angezeigt, wenn er hier, glaube ich, durch ist. Wenn er Dnipropetrovsk ist, dann müssten wir eigentlich den Tourenwert sehen, oder? Und da hat er Wiese gemacht. Das war ja nix dann, ne? Die Tour nicht rentabel. Gut, aber da gucken wir in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.